Nächster Redner, Roderich Kiesewetter für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Kollege Gerke sprach eben von Dreistigkeit mit Blick auf den Antrag. Dreist, Herr Kollege Gerke, ist, wie Sie hier Aussagen aus dem Zusammenhang reißen und Geschichte klittern, wie Sie hier eine Theologin vorführen, die ihre Aussagen längst revidiert hat. Und, wie wir alle wissen, die Lage in Afghanistan ist vielschichtig, aber ohne das internationale Engagement wäre Afghanistan längst zerfallen. Ich glaube, darüber sind wir uns einig. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Ströbele, es geht hier nicht um Krieg. Der Kollege Annen hat eben sehr klar daran erinnert, was wir im Jahr 2011 zum zweiten Mal auf einer Petersberg-Konferenz in Deutschland angesprochen, vorbereitet und auch in die Planung gesetzt haben, nämlich bis zum Jahr 2024 aus Afghanistan ein ganz normales Entwicklungsland zu machen. Merket wohl, ein ganz normales Entwicklungsland. Afghanistan ist auf den letzten Plätzen, was Sicherheit angeht, was Korruptionsbekämpfung angeht. Afghanistan macht schleichende Fortschritte. Aber das hat Afghanistan bisher nicht aus eigener Kraft geschafft. Dazu braucht es internationale Unterstützung. Und das wirklich Dreiste an der Argumentation der Linken ist ja die ausschließliche Fokussierung aufs Militärische. Drei Punkte sind hier wichtig, die wir auch in der Debatte der Opposition, zumindest der Linken, entgegenhalten können. Erstens, es geht schlichtweg darum, dass wir in der afghanischen Bevölkerung das Vertrauen in die eigenen Strukturen stärken. Und hierbei bedeutet es eben, nach militärischen Einsätzen sofort mit humanitärer Hilfe, mit Wiederaufbau, mit einer wärmenden Hand des Staates präsent zu sein. Da geht es um Energieversorgung, um Gesundheit und um Wasser. Das leistet Resolute Support Mission, indem sie die afghanischen Strukturen dazu befähigt, begleitet und berät. Zweitens, wir müssen die Eigenverantwortung in Afghanistan stärken. Und wenn wir über Afghanistan sprechen, ist sich die Linke leider nicht bewusst, um was für ein Land es sich handelt. 80% Sunniten, 19% Schiiten. Wir haben rund 50 verschiedene Volksgruppen und ebenso viele Sprachen. Das zusammenzuhalten, ist eine Herkulesaufgabe. Ich komme nachher noch mal an einem anderen Punkt darauf zurück. Und gerade mal ein Blick in das Land, Kollege Ann hat es auch angesprochen, macht deutlich, 2/3 der Bevölkerung lebt in Ruhe und in Frieden und erlebt wirtschaftliche Entwicklung. Knapp 30% der Bevölkerung und 2 Millionen Einwohner leben in umkämpften Gebieten. Aber 20 Millionen nicht. Und bei Abschiebungen, ich glaube, da sind wir uns alle einig, muss man sehr sorgfältig auf die Region und auf die Ethnie achten. Pauschale Abschiebungen, da sind wir uns sicherlich alle einig, sind nicht möglich, wenn man nicht die jeweiligen Regionen Afghanistans betrachtet. Aber ich unterschreibe und unterstreiche, 2/3 des Landes sind in Frieden und in Sicherheit. Und der dritte Punkt, ein Abzug, wie ihn Teile der Opposition fordern, bedeutet ja nicht, dass es in Afghanistan auf einmal aufwärts geht. Ein Abzug hat ganz klare Konsequenzen. Afghanistan würde, wie in der Vergangenheit auch, zum Spielball regionaler Mächte werden. Indien wie Iran, Pakistan, China, Russland, auch die Türkei haben Interessen. Was alle eint, und da sehe ich auch eine deutsche Aufgabe, die wir in der Vergangenheit sehr intensiv wahrgenommen haben und auch aktuell weiter pflegen. Was alle eint, ist die Sorge vor Terrorismus, vor Drogenschmuggel und für bessere Energieversorgungssicherheit. Und in den drei Bereichen Bekämpfung des Terrors, der Aufständischen, Bekämpfung des Drogenanbaus mit Angebot von Alternativen und eine sinnvolle Energieversorgungssicherheit, darüber müssen wir mit den Regionalmächten reden. Und das geht nur durch eine Präsenz vor Ort und glaubwürdige Anwesenheit. Ein letztes. Wenn wir über die Sie brauchen strategische Geduld. Wenn wir über das weitere Vorgehen sprechen, rufen wir uns 2011 in Erinnerung. Ein normales Entwicklungsland bis 2024. Das bedarf ganzheitlichen Vorgehens. Das bedarf der Korruptionsbekämpfung, worauf die Amerikaner in der Resolute Support Mission ungeheuren Wert legen und sich auch drastisch durchsetzen. Personal, das sich nicht daran hält, wird abgelöst in den afghanischen Strukturen. Aber was wir brauchen, ist strategische Geduld. Und deshalb sollten wir auch bei unserem eigenen Kräfteansatz, Herr Außenminister,
sehr klar auch uns bewusst sein, wie stark wir das Mandat, das aktuelle Mandat ausnutzen. 940 der 980 Dienstposten sind ausgenutzt. Wir haben Mandate, wo wir gerade mal die Hälfte des Personals im Einsatz haben und atmende Obergrenzen. Es wäre auch im Sinne der Belastung unserer Soldatinnen und Soldaten vor Ort hilfreich, über atmende Obergrenzen nachzudenken und die Truppe mit dem auszustatten, was sie benötigt. Dennoch, trotz aller Fokussierung auf das Militärische, stellen wir doch heraus, was an ziviler Entwicklungszusammenarbeit dort erfolgt ist. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich über das Mandat von 2011 Petersberg hinaus verpflichtet, bis 2022 1,7 Milliarden Euro zu bieten und zu investieren. Andere Staaten machen es genauso. Es geht also auch darzustellen, was zivil geleistet wird. Und ich denke, dass es auch eines Parlaments würdig ist, darüber ausschussübergreifend zu sprechen und unserer Öffentlichkeit klarzumachen, dass es eben nicht nur um Militäreinsatz geht, sondern um eine sinnvolle Begleitung des Wiederaufbaus. In diesem Sinne glaube ich, darf ich auch, weil ich sehr viel eigene Lebenszeit mit Afghanistan verbracht habe, von dieser Stelle eine herzliche Ermunterung nach Afghanistan senden und unseren Soldatinnen und Soldaten und den zivilen Aufbauhelfern alles erdenklich Gute wünschen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Roderich Kiesewetter. Nächster Redner, Omid.